Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Du siehst, mein Nagel hier ist ziemlich kurz und ich möchte dir heute eine Verlängerung zeigen. Und zwar möchte ich das Ganze mit dem Dipping-System hier versuchen. Ich habe dieses Dipping-System-Set hier schon vorgestellt in einem anderen Video. Möchtest du das Video gerne nochmal sehen, dann schau gerne im i vorbei, da verlinke ich dir alles noch einmal. Und als erstes werde ich jetzt meinen Nagel vorbereiten und die Nagelhaut zurückschieben. Dann entferne ich außerdem noch überschüssige Nagelhaut mit meiner Fräse. Und dann wird der Nagel noch gut angebuffert. Des Weiteren wird jetzt noch der Feilstaub gut entfernt. Ich mag es auch, hier mit meiner Fräse zu arbeiten. Und zwar habe ich hier so ein Staubbürstchen. Damit komme ich gut in die Seitenränder hinein und kann den Staub damit richtig gut entfernen. So, jetzt stelle ich mir schon einmal alles bereit. Einmal das Dipping Powder. Im Übrigen beginne ich direkt mit dem farbigen Dipping Powder. Und außerdem stelle ich mir noch meinen Base Coat gleich zurecht. Und jetzt werde ich erst einmal die Schablone an meinem Finger ansetzen. Außerdem lege ich mir noch eine Unterlage zurecht, damit ich das überschüssige Dipping Powder quasi auffangen kann und wieder zurück in den Tiegel geben kann. Und ich starte mit meinem Base Coat. Den Base Coat trage ich jetzt auf der Schablone auf, aber ich docke auch schon so ein bisschen an meinem Nagel an. Also ich gehe auch ganz leicht auf meinen Nagel, aber nicht auf den kompletten, also wirklich nur so vorne und ja, so ein kleines bisschen, so 2 mm gehe ich jetzt auf meinen eigenen Naturnagel und dann streue ich das farbige Dipping Powder auf. Und wie gesagt, ich beginne jetzt gleich mit der Farbe. Ich möchte nämlich schauen, wie dick das wird, denn wenn ich jetzt erst einmal noch das klare Dipping Powder aufgebe, dann erst die Farbe und wieder das klare Dipping Powder. Ich weiß nicht, ob mir das dann schon zu dick wird, das werden wir jetzt sehen. Und damit ich das Ganze erstmal testen kann, fange ich direkt mit der Farbe an. Du siehst, eine Schicht habe ich jetzt aufgetragen. Ich trage jetzt noch eine weitere Schicht auf. Jetzt werde ich versuchen, vorsichtig die Schablone zu entfernen. Wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig und behutsam. Das Ganze ist jetzt noch ziemlich weich und ja, ich sag jetzt mal formbar, daher kann ich jetzt hier auch noch so ein bisschen dran rumschneiden. Dann nehme ich mir wieder meinen Base Coat und jetzt trage ich eine komplette Schicht über den ganzen Nagel auf und gehe dann wieder ins farbige Dipping Powder. Eigentlich ist dieses Dipping-System-Set hier wirklich richtig gut deckend. Ich habe jetzt aber gerade irgendwie zu wenig Base Coat aufgetragen und werde jetzt nochmal eine zweite Schicht aufgeben. Denn hinten siehst du, das ist hinten irgendwie noch so ein bisschen blass auf meinem eigenen Nagel. Und daher trage ich jetzt nochmal eine Schicht auf. Nachdem auch diese Schicht getrocknet ist, kommt jetzt die letzte Schicht. Jetzt trage ich noch einmal den Base Coat auf und dippe dann ins klare Dipping Powder. Jetzt werde ich noch alles gut in Form feilen. Das mache ich einmal mit meiner Elektrofräse und einmal mit der Handfeile. Yeah.
nach dem Pfeilen alles gut entstauben, wirklich drauf achten und dann trage ich den Aktivator auf. Den Aktivator lasse ich für ein paar Minuten gut in den Nagel einziehen und dann trage ich auch schon den Topcoat auf. Im Übrigen finde ich den Topcoat hier aus diesem Set richtig klasse. Sonst mag ich den Topcoat vom Dipping-System eher weniger, aber dieses Set hier finde ich wirklich super klasse. Auch der Topcoat hat mich echt überzeugt. Er glänzt wunderschön, trocknet gut und es hält doch alles wirklich richtig, richtig gut. Am Ende gebe ich noch einen Tropfen Öl auf zur Pflege, denn meine Nagelränder sind immer ziemlich trocken vom Feilen. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist jetzt mein fertiges Ergebnis. Ich muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keine extreme Verlängerung, das weiß ich. Aber du siehst ja, dass meine anderen Nägel auch nicht so extrem lang sind. Der andere war aber eben zu kurz für die anderen, daher habe ich den jetzt mal mit dem Dipping-System verlängert. Ich muss sagen, das klappt ganz gut. Ich weiß nicht genau, inwiefern das klappen würde, wenn man jetzt wirklich eine extreme Verlängerung machen würde, ob das da auch so gut halten würde. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dazu ja auch noch mal ein Video drehen, ob das auch klappt mit wirklich extrem langen Nägeln, dann schreib mir das gerne mal. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!